Okay, ich habe schon gesehen, ich habe den Schnitt richtig gut gemacht. You got a new plant. Explodes on contact, but takes time to arm itself. Potato Mine. Und somit herzlich willkommen zur zweiten Folge. Plants vs. Zombies. Das Kultprojekt oder so. Ich platziere keine Dingsies, weil ich dumm bin. Sunflowers. Wie lange braucht er zum Selbstarm? Ich habe ihn jetzt relativ weit vorne platziert. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ja. Wasted Potenzial. Wie lange braucht es zum Aufbauen, ey? Ja, komm schon! Come on! Schon wieder wasted. Budu, Alter! Ich habe hier gar keine Schießer, merke ich gerade. Ich habe hier auch, aber ich habe die Minen. Okay, dann geht's klar. Ich habe nur einen gekillt damit. Okay, ich spiel viel zu viel mit Sonnenblumen, kann das sein? Oh.
You got a new plant, Snoopy. Shots frozen peas that damage and slow the enemy. Okay. Boah, Alter. So, ich glaube, mehr als zwei Sunflower schaffen wir auch nicht, bevor hier die ersten kommen und es eng werden könnte. Sein, ich mach das hier. Ich meine, 25, ganz ehrlich. Ich hätte den nicht hier hinsetzen sollen. Was, wenn da unten ein Zombie kommt? Yep. Das hätte ich nicht dorthin setzen sollen. Jetzt muss ich warten, bis da einer reinläuft, bevor ich deine Sonnenblume reinhau. Und jetzt ist er langsam. Der ist nur schnell beim Sprinten, das habe ich vorhin beobachtet. Batz, weg. Genauso muss das. Ich mache hier jetzt einfach so eine Minenwand hin. Vielleicht spart das ein bisschen Geld. Mal schauen. Hier ganz viele Schießer, damit die Sonnenblume safe bleibt. Ich bin irgendwie relativ gestresst hier gerade durch das Game. Cool. Ich glaube, ich stresse mir die Runde viel mehr, als ich müsste, weil das läuft hier großartig. Ganz ehrlich, sparen wir uns die Zeit, läuft einfach durch. Gott. Hm.
mein Gott. Hat der nicht letzte Welle gesagt? Alter, warum dauert das noch so lang? Ich bin hier schon am Reintrollen, was meine Aufstellung angeht. Ich meine, Alter, was war denn das gerade? Ah, das war dumm. Ich habe den Stab vorher gesehen, nämlich. Ah, vielleicht bleibt er stehen. Ich meine, da kommt gut geballert hin, oder? Deutsch. Nimmt ab. Vorhin, wie ich hier so rumtue, als wäre es super knapp, hätte ich richtig reingeschissen. Aber dann sind es so 6, 7 Reihen voller Blumen. Und Rasenmäher auch noch alle da. Oh mein Gott, es kommt noch eine Welle, ich bin tot. Easy. Was ist das? Venus Fliegenfalle oder was? You got a new plant, Chomper. Devours a zombie hole, but invulnerable while chewing. Ein Zombie wegnehmen, aber dann angreifbar. So habe ich das jetzt verstanden. Ach, ich kann auch nur begrenzt was mitnehmen. Sind wir gut gefahren mit dem? Warum sollte ich das lassen? Naja, vielleicht der hier ist eventuell. Ja, okay, komm. Wir probieren mal das hier. Let's rock. Wir konnten jetzt die dritte Sonnenblume platzieren, weil hier der erste Zombie gelaufen ist und ich den einfach von Dings übernehmen lasse. Okay, Zombies können 3 Felder laufen, bis das Ding an ist. Das ist eine nützliche Info. Missklick. Ah, keine Mine ready. Das sieht gefährlich aus, deswegen platziere ich die Mine schnell hier hin. Die müsste zeittechnisch eigentlich noch fertig werden. Gerade so, eventuell, mit Glück und Hoffnung. Thank you.
Und ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, die hier zu platzieren, aber wenn ich sie hinter dem Schild platziere, dann sind die absolut useless, weil die einfach nichts tun. Das will ich jetzt sehen. Wie macht der's? Dafür, okay. Okay, klar, why not? Einfach das ganze Ding mitnehmen, Ehre. Den könnte ich als Ersatz für die Walnut nehmen, eventuell. Die Sache ist, dahinter muss dann so viel Output an Damage stehen, dass das Ding auch eine Weile überlebt. Ansonsten wäre es wasted. Diesmal haben wir keine Läufer hier, das ist relativ entspannt. Weil ich bin schon die ganze Zeit wirklich darauf gefasst, eine Sonnenblume einfach nach vorne zu stellen, damit er da drüber hüpft. Oh. You got a new plant. Repeater. Fires two peats at a time. Cool. Na dann, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann.